Okay, bin in der Lobby von Mello. Na gut, Aiden. Dann los. Ich hack mich rein. Sieh mal an. Eine Datenwolke voller Geheimnisse und Mythen. Ich greife nur zu, pflück sie aus der Luft und sie sind mein. Nein, unser. Konzentrier dich. Wir haben ein echt fettes Sicherheitssystem. Wie viel haben wir? 100 Riesen in 30 Sekunden. Gott segne die Reichen und Berühmten. Wir sind die Zauberer der Moderne. Wir pflücken Bankkonten aus dem Nichts. Hörst du dir eigentlich selber zu? Was war das? Ich glaube, da hackt sich noch einer rein. Ich sieh mal nach. Besser nicht. Halt dich an den Plan, Demir. Greif die Konten ab und dann raus. Abenteuer, mein Freund. Vertrau deinem Mentor. Etwas hat Alarm ausgelöst. Finden wir es. Scheiße. Ich scanne das System. Ich hab's fast geschafft. Ich fahr jetzt runter. Lass bloß die Finger weg. Was für Dampf ist das? Wir müssen abbrechen. Wir sind nicht fertig. Hilf mir. Baby, es ist vorbei. Maurice. Ja? Bist gebucht. Einer unserer Leute hat die Hacker von dem Merlot-Job gesucht. Wir haben sie. Dein Ziel heißt Aiden Pierce. Erledige ihn. Schade der Familie, wenn du musst. Die Hackertage von dem Kerl sind gezählt. Der Familie? Gibt's Probleme? Nein, die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Elf Monate später. Und damit ein herzliches Willkommen, liebe Freunde, zu Let's Play Watch Dogs. Ich bin der Sarazar und freue mich auf dieses Hacker-Abenteuer gemeinsam mit dir. Und ich habe lange darauf gewartet, dass wir endlich loslegen können. Uns erwartet ein hochkarätiger Thriller, der so einige Neuheiten aufweist und natürlich auch eine klasse Grafik. Legen wir mal los. Du musst mir glauben, Mann. Wer gab den Befehl? Hey, komm, Mann. Sag doch. Ich weiß nicht. Du weißt es nicht? Der Familie? Gibt's Probleme? Nein. Die verschrecke ich schon. Du wirst nie wieder von ihm hören. Und was glaubst du, Maurice? Hast du mich erschreckt? Es war ein Job, Mann. Ich wusste nicht. Wer war am anderen Ende der Leitung? Sag mir den Namen. Hier wurde kein Name gesagt. Okay, ich sag den Namen. Lena. Lena Pierce. Ich wusste nichts von einem Kind. Das sollte nicht passieren. Ich möchte, dass du sehr gründlich nachdenkst. Denk nach. Ach Mann. Auch wenn ich Namen wüsste, ich würde nie was sagen. Diese Typen. Ich habe Sachen gehört. Sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Manche Dinge kann man nicht machen. Bitte! Wer gab den Befehl? Er hat mir am Telefon gesagt, wo ich dich finde. Das ist alles, was ich weiß, Mann. Das ist alles. Gib mir einen Namen. Ich weiß es nicht. Einen Namen! Töte mich doch! Erschießen Sie Maurice. Ja, und das ist der Typ, der wohl auf uns angesetzt wurde. Adios, Maurice.
Erinnerst du dich jetzt? Na! Und das war mein Fehler. Jetzt liegt er da, schimmelig wie ein Schulbrot. Maurice redet nicht mit mir. Aber ich wette, er hat mit dir geredet. Auf Maurice Handy nach Informationen suchen. Ja, und Maurice hat unsere Nichte auf dem Gewissen. Und wir wollen natürlich rausfinden, wer der Auftraggeber war von Maurice. Jetzt ist er erstmal ohnmächtig hier auf dem Boden. Und ich muss ja sagen, die Grafik ist schon richtig, richtig schön. Das sieht richtig klasse aus. Jetzt können wir uns hier das Handy anschauen und gucken, ob wir da Informationen herausfiltern können. Ich kann nicht mehr weglaufen. Es geht nicht. Dieser scheiß Aiden Pierce. Ich habe seine Nichte getötet und er wird nicht aufgeben. Wer ist dieser Typ? Was soll ich nur tun? Er macht immer weiter. Ich muss echt weiter. Gut, schauen wir uns hier nochmal um. Hier können wir noch ein paar Sachen mitnehmen. Und wir schlüpfen, wie gesagt, in die Rolle von Aiden Pierce, diesem Helden hier. Einem ziemlich begabten Hacker, der mit seinem Handy so einiges anstellen kann. Und das macht es natürlich aus, den großen Unterschied zu anderen Spielen. Auch die Story soll nicht von schlechten Eltern sein, da bin ich mal gespannt. Natürlich im Moment so eine kleine Rachegeschichte. Also fangen ja oft viele gute Geschichten an. Da freue ich mich drauf. So, was können wir denn hier am Getränkeautomat machen? Ach, auch hacken. Ah, das wäre praktisch. Wenn man eine Cola braucht, einfach mal zack, 3 Energy Drinks daraus. Würde sich der Gronkh freuen. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Ich schaue mich ja immer gerne um. Ich gucke ja immer gerne, ob ich nicht, dass ich irgendwas verpasse oder irgendwas liegen lasse, was vielleicht uns noch weiterhelfen könnte. Wäre ziemlich unpraktisch. Ja, und wir sind hier offensichtlich in einem Stadion. In der Stadt Chicago, in der das ganze Spiel spielt. Oh, ein Systemschlüssel, den nehmen wir mal mit. Ich weiß nicht genau, was man damit machen kann, das werden wir noch lernen. Ich spiele dieses Spiel auch eigentlich so richtig zum ersten Mal. Hab's zwar mal angespielt, yo, aber nicht weit. Yo, was läuft, Motherfucker? Oh, Scheiße. Wo warst du denn, Mann? Was? Er redet mit mir. Du bist nur 2 Minuten allein. Gib mir die Kugel. Weggeworfen. Was denn, sonst hättest du ihn getötet? Ich hab gesagt, du sollst sie behalten, Shawty. Wo warst du überhaupt? Ich musste telefonieren. Hat Maurice dir alles gesagt? Ah, das gibt's nicht. Dann räumen wir mal auf. Soll das ein Kunstwerk sein? Hey, sehr charmant, Mann. Aber du enttäuscht mich, Pierce. Ich meine, du siehst gar nicht, welch fieses Gangdrama ich hier kreiere. Das ist mir zu riskant. Bringen wir ihn weg. Nein, zu spät. 8. Inning. Chicago führt, das Spiel ist fast vorbei. Wir haben keine Zeit. Guter Schuss. Komm, bist du gar nicht neugierig, wen ich angerufen habe? Schön. Erzähl mir von deinem Telefonat. Schön, dass du fragst. Wir haben ja ein paar Tote, ne? Wir haben 40.000 Leute über uns und brauchen Ablenkung. Hab die Bullen gerufen. Nicht dein Ernst. Doch, voller Ernst. Ben, die Bullen kommen. Und Maurice, große Brüder kommen. Dann, ba, 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 ba. Jordi, das ist ein Witz. Nein, nein, die habe ich auch gerufen. Hey, nach dem Spiel wird es ja finster zur Sache gehen. Wir zwei schlüpfen unbemerkt davon. Morgen wird dir der Plan gefallen. Klasse. Pünktliche Bullen. Um die kümmere ich mich. Du bringst Maurice hier raus. Was? Sehe ich aus wie ein Chauffeur? Er war der Schütze. Ich bin noch nicht fertig mit ihm. Chicago Police, wenn hier jemand drin ist, identifizieren Sie sich. An der Polizei vorbeischleichen. Das ist unsere nächste Mission. Und hier müssen wir auch teilweise echt vorsichtig sein, munkelt man. Denn wenn wir jetzt erwischt werden, kann die Nummer ziemlich schnell aus sein. Und die ganzen Hack-Sachen, die werden wir natürlich auch noch weiter lernen. Und hier ist noch eine Leiche. Denn hier gibt es auch Skillbäume, wie wir unseren Charakter weiter ausbauen können. Wollen Sie sich das wichtigste Spiel aussuchen, um den Scheiß zu machen? Wollen Sie es den anderen versauen? Wir haben 2 Leichen in den Katakomben des May Stadiums. Gangbanger.
Verstanden. Wir schicken die Spusi. Sichern Sie Ihre Stellung. Wir durchsuchen alle Etagen des Stadions. Alles klar. Da stimmt doch irgendwas nicht. Warum töten die sich gegenseitig? Und warum auch noch ausgerechnet hier? Sieht nach einem Exempel aus. Moment. Könnte es der Rächer sein? Ist doch genau seine Art von Gerechtigkeit. Was soll ich alles tun, um den mal in die Finger zu kriegen? Arturo, ein Mitglied der Viceroy Gang. Oh, wird demnächst degradiert. Der alte Polizist hier. Ja, das finde ich ganz cool gemacht, dass es hier auch kleine Informationen über die Polizisten gibt. Sonst müssen wir uns hier schnell langschleichen und hier am besten in Deckung gehen, oder? Das ist eine Schwachstelle, vielleicht können wir das hacken. Wie cool, jetzt haben wir das Smartphone auf den Boden gehackt. Und es macht ein Hundegeräusch. Oh, ist der Jared. Der militärisches Training hat er absolviert. Wir sind Sergeant bei der Polizei. Das hätte ich nicht schon genug. That's a pitch and a hit, and it looks like... Yeah, that's a foul ball. Roger's not falling for that one. Both men, of course, experts at the mind game. Two on, two out, folks. Something's gonna give soon, and it could go either way. Sonova pitches, that's a big hit! Ja, und da läuft noch weiter das Spiel, während wir hier die Kameras hacken. Was zu sehen? Nein, alles ruhig. Da ist ein bekannter Viceroy in der VIP-Lounge. Lass uns das überprüfen. Okay, ich komm hoch. Mach mal Halbland, Speedy. Wir brauchen dich da unten. Pass auf, dass wir keine Überraschung erleben. Na gut. Der eine Kerl hat auf jeden Fall Probleme mit seinem neuen Partner und der ist ein Träger der Tapferkeitsmedaille. Der dürfte es drauf haben. Dem sollte man vielleicht nicht zu nahe treten. Gut, wir hacken uns mal in die nächste Kamera. Und können dann die Tür öffnen über dieses System, über die Switch-Konsole. Sehr schön. Ich glaube, das hat funktioniert, oder? Wunderbar. Und jetzt sind wir drin. Wir müssen jetzt irgendwie aus dem Stadion rauskommen, klar? Er bewegt sich nicht, wenn ich ihn nicht dazu bringe. Elektronische Teile. Benutzen Sie einen Köder, um den Polizisten abzulenken. So, und jetzt können wir hier das Mausrad benutzen, beziehungsweise das Waffenrad. Ich spiele das übrigens mit einem Controller auf dem PC, falls sich Leute fragen. Jetzt basteln wir hier einen Köder. Den können wir da rüberwerfen. Zack. Na, dann komm mal daher. Schluck den Köder. Einfach ein Smartphone schnell zusammengebastelt, das einen Sound abspielt. Finde ich ziemlich cool gemacht. Grafikeinstellungen sind auf Ultra übrigens. So, schnell hier vorbei. Damit man uns auch nicht sieht. Jetzt kann man theoretisch hier reinspazieren. Auf keinen Fall. Hey, Sie, Sir. Das ist ja, doch kommen Sie scheiße, her. Mann. Ihr habt ja nicht mal einen Verdacht. Wir wollen nur reden. Hey, Mann, ich hab hier meine Tickets. Lass die Hände, wo ich sie sehen das kann. Das ist doch scheiße. Jay hat doch nichts getan. Zurück sofort. Sind Sie auch ein Viceroy? Ist ja nicht illegal, oder? Nicht so frech. Wie konnten Sie sich VIP-Karten leisten? Er verdient mit Sicherheit mehr als du. Ja? Womit hey, yo, Didi, ganz ruhig, okay? Gib denen nichts, was sie verwenden können. Irgendwas sagt mir, wenn wir euch zwei Hübschen überprüfen, finden wir mehr als genug. Die Ausweise bitte. Beide. Ich zeig dir einen Scheiß. Okay. Was ist ein Teufel? Was? Heilige Scheiße. Hey, filmt ihr das auch alle? Ich will diesen Ficker im Internet sehen. Gut, ich brauche keinen Ausweis. Mein Lächeln wird zwar nett, es geht aber besser ohne. Hey Mann, ich hab dir nicht erlaubt, mich zu fotografieren. Na bitte. Jerome Richards. Und es liegt ein Haftbefehl wegen Drogenhandels vor. Das können Sie auf jeden Fall verwenden. Mann, das ist doch verrückt. Wir haben Rechte. Schweigen Sie mal eine Minute. Das Recht haben Sie. Fick dich. Oh Mann, da geht's noch zur Sache. Wir nutzen die Gelegenheit und rennen durch, wenn die sich da streiten. Haben auf jeden Fall einen von der Viceroy-Gang erwischt. Dazu gehören, glaube ich, auch diese Typen, die auf uns angesetzt wurden. Die Polizei wird gleich den ganzen Komplex abriegeln. Ich stecke hier fest, wenn wir nicht für Ablenkung sorgen. Ich will den Strom ausschalten und dann rausschleichen.
Im ganzen Stadion? Ich dachte, du wolltest den Rächer aus den Nachrichten raushalten. Der Strom im Stadion hängt am CTOS hinter einer dicken Firewall. Im Moment muss ich vor allem erstmal hier raus. Kennst du den nächsten Zugangspunkt? Im nächsten Raum. Aber du brauchst jemanden mit Sicherheitsfreigabe. Die Security muss ja Zugang haben. Bei all den Cops hier sind die sicher auch nicht weit. Den Wachmann mit dem Zugangscode finden und hacken. Eieiei. Oh, ein separates Sparkonto von der vor der Familie geheim. Das ist echt lustig gemacht hier mit den ganzen Infos. Auch ein Sergeant bei der Polizei. So, da müssen wir uns wahrscheinlich wieder irgendwie in die Kamera schleusen. Jetzt Wachmann darin finden. Gibt's einen Evakuierungsplan? Gut, leiten wir erste Schritte ab. Wir evakuieren keine 40.000 Leute, damit ihr Räuber und Gendarm spielen könnt. Es gab einen isolierten Vorfall im Untergeschoss, also wieder das ist reicht. Habe ich kein Problem. Hier wird gleich eine ganze Horde Kollegen auftauchen. Das wird Panik auslösen. Wir müssen das Spiel abbrechen und die Leute sicher hier rausbringen. Ein Spielabbruch? Das kann ich nicht entscheiden. Dann holen Sie einen, der es kann. Bitte. Okay, Moment. Hey, gib mir Barry. Na, dann sag ihm, er soll mich zurückrufen. Es ist ein Notfall. Barry wird wohl nicht mehr zurückrufen, wenn wir fertig sind. Jetzt bin ich mal gespannt. Sorgen Sie für einen Stromausfall. Blackout. Machen wir das Licht aus. Im Stadion. Boah, Alter. Fehlt uns leider Elektroschrott zur Herstellung, den aber nicht. Müssen wir uns wohl so darum begeben. Gerade guckt keiner, also nutzen wir die Gelegenheit. Auf zur nächsten Deckung. Und dann schnell da vorne rüber. Wir können jetzt auch nichts hacken groß, weil der Strom ist ja ausgefallen. Dementsprechend sind wir ein bisschen auf uns gestellt. Komm du ruhig mal hier um die Ecke, mein Lieber. Ja, interessant, wie er da... Nix da. Vielleicht können wir einen von denen ausschalten. Im gezielten Angriff. Geh schnell weiter. Komm. Sehr schön, hat funktioniert. Ha! Das Teil könnte man theoretisch auch hacken. Ein Schaukelpferd, wenn ich das richtig sehe, ein elektrisches. Aber wir haben es scheinbar geschafft. So, schnell das Ding versperren. Und ab die Post. Heieiei. Wo bist du, Jordi? Was? Weg! Habt eine Bullenallergie. Maurice auch. Keine Sorge, habt ihr was dagelassen. Ein Freund von einem Freund hielt mit gebrauchten Autos. In der Garage da drüben steht ein echter Klassiker. Nimm's oder lass es, mir egal. Ich muss... Cool, die Linie können wir hacken. Ach cool, da können wir uns jetzt seinen SMS-Verlauf reinziehen. Hier gibt's kein Fernsehen, die Leute sind traurig, deprimiert. Da wird jemand gefeuert. Das ist extrem geil gemacht. Also wirklich richtig cool, der erste Eindruck dieses Spiels. Das macht richtig Laune. Und ist mal eine geile Idee auch. Einfach eine kleine, leichte Idee, den Leuten ihren Namen zu geben. Kundendienstmitarbeiterin. Und irgendwie einen Charakter. Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei. Und da läuft der Strom wieder.
Wir spazieren mal gemütlich hier raus. So als wäre nichts gewesen. Und die beiden haben da rumgekutscht. Sind nur frisch verliebt, ne? Ah, 10% ihres Gehalts spendet die an die Kirche. Oh, die ist Alkoholikerin. Und vom Beruf Packerin. Und das ist an 27.400 im Monat im Jahr. Duffy Gregg. Halbtags Rettungsschwimmer. Mit seinen 38 Jahren. Ziemlich cool gemacht, wirklich. So, jetzt müssen wir uns schnell die Karre da schnappen. Und dann das Suchgebiet der Polizei verlassen. Oh, was können wir denn da hacken? Ja, sie nimmt Sprachunterricht und wird immer besser mit der Zeit. Das ist gut. Also gefällt ihr hier? Größtenteils, aber so ein paar Idioten machen ihr das Leben schwer. Solche Ärsche gibt's überall. Die musst du ignorieren. Manchmal würde ich die gerne bitte beischlagen, die dreckigen Rassisten. Vorsicht, auf der Minimap sehen wir die Polizei, die blinkenden Symbole da. Die sind gar nicht mal so weit entfernt. Dementsprechend müssen wir hier ein wenig aufpassen. Da vorne steht eine Karre für uns bereit. Die schnappen wir uns jetzt. Vielen Dank an Jordi. Fahren. Wie man ein Fahrzeug steuert. Ja, ziemlich ähnlich wie bei GTA, auf den ersten Blick zumindest. Oh, die Steuerung ist deutlich schwammiger. Damit muss ich jetzt mal zurückkommen. Hat jemand Sichtkontakt? Jetzt können wir hier die Ampel hacken. Ziemlich geil. Das muss ich jetzt irgendwie verstecken am besten. Wie wär's denn mit dem Feldweg da oben? Das ist sowas, oder? Und die Zaun braucht keiner mehr. Abgepasst. Verlassen Sie das Suchgebiet der Polizei. Ich glaube, da sind wir fast dort. Ah, das sehen wir da auf der Minimap, dieser Ring. Der zeigt an, in welchem, ob wir noch im Suchgebiet sind oder eben nicht. Und ich glaube, das war eine optimale Abkürzung. Also die Steuerung mit dem Auto ist deutlich schwammiger als bei GTA, muss man jetzt ja sagen. Da muss ich mich erstmal damit tun. Ist doch sehr anders. Zum Glück spiele ich mit dem Gamepad, das empfehle ich euch auch. Ich glaube, mit der Tastatur wäre das problematisch. Das habe ich echt gebraucht. Endlich habe ich den verdammten Schützen. Sehr gut. Zum Reden bringen. Aber wie? Ich habe ihn hart angepackt. Folter bringt mich bei Maurice nicht weiter. Also muss ich in seinen Kopf. Seine Schuldgefühle fressen ihn auf. Ich gebe ihm ein paar Tage. Dann wird er sich schon rühren. Da bin ich mal gespannt, ob sich Maurice rührt. Oh, Karten und GPS. Drücken Sie mit Ja, Weltkarte zu öffnen und so weiter und so fort. Ah, per Schnellreise zu jedem beliebigen Versteck. Ihr seht schon, es ist Open World wie GTA im Prinzip. Das Spiel mit einer krassen Story, auch wie GTA, aber einer eigenen Story. Dennoch sind die Spiele durchaus zu vergleichen. Allerdings kommt hier natürlich die Hacknote rein. Ich muss allerdings sagen, diese Steuerung mit dem Auto, die ist wirklich sehr gewöhnungsbedürftig. Das hätte ich mir ein bisschen direkter gewünscht. Aber ich denke, damit komme ich auch klar. Ansonsten sieht's genial aus. Grafisch ist das schon vom Feinsten, wenn ich hier mal so die Karre drehe. Wir spielen übrigens in Ultra-Grafik-Einstellungen, also das Beste, was man so haben kann, hatte ich ja eben auch schon erwähnt. So, jetzt könnten wir hier theoretisch eine Ampel hacken, das ist echt ziemlich geil. Würden die einen Autounfall bauen, brauchen wir jetzt aber nicht, weil ich glaube, wir haben noch begrenzt viele Hacks immer. Jetzt fahren wir erstmal rüber zu unserem Versteck, das sind 1000 Kilometer wäre ein bisschen weit weg. Dann wäre die Stadt ziemlich groß. Wir fahren hier allerdings, wie schon angesprochen, durch Chicago. Und das ist natürlich auch eine riesige Metropole. Da war ich auch mal, zwar nur einen Tag oder so, aber ein Riesenstädtchen. Ich weiß natürlich nicht, wie groß die Karte jetzt hier genau ist, weil ich es ja noch nicht kenne, das Spiel. Sondern mit euch ja auch hier zum ersten Mal selber anschnuppern. Aber ich denke mal, es wird größentechnisch ungefähr mit Los Santos, bekannt aus GTA 5, mithalten können. So, da vorne 300 Meter und jetzt sind wir am Ziel. Haben wir es geschafft. Sind wir bei unserem Versteck angekommen. Komm, einmal richtig Ampel. Zack, wird die grün. Das ist natürlich äußerst praktisch, wenn man mal einfach Probleme hat mit roten Ampeln. Da würde ich das auch gerne können. Es gibt da ein cooles Promotion-Video für Watch Dogs. Das hatte ich auch mal bei mir auf der Facebook-Seite gepostet. Habt ihr vielleicht gesehen, wo mit versteckter Kamera so eine Straße gefaked wurde und die Leute dann quasi aufgefordert wurden, Sachen zu hacken und das dann tatsächlich auch gefaked geklappt hat. Vielleicht habt ihr es gesehen. Lustige Comedy-Nummer. Ich kann mal
auch irgendwas in die Luft sprengen. Was passiert denn da? Das mache ich mal gerade, einfach nur zum Testen. Oh! Vielleicht hätte ich das nicht direkt am Auto machen sollen. Das habe ich doch so schön eingeparkt. Jetzt gehen wir mal zu unserem Versteck. Hier können wir auch wieder die Kamera verwenden, einsteigen. Autos können wir einfach so klauen offensichtlich. Und jetzt hier auf X gehen. Hier auf X, dann haben wir wieder Informationen. Okay, ich schlafe mit ihm. Ich schlafe mit ihm. Alles klar? Darum, weil du mich wie Dreck behandelst. Tu ich? Ja. Das weißt du doch genau. Ich behandle dich also wie Dreck. Doch, das tust du, ja. Du behandelst mich wie Scheiße. Willst du mich verprügeln? Nein, das werde ich nicht. Nein. Klar. Oh ja, du Riesenkerl. Klar willst du mich schlagen, denn das ist das Einzige, was du immer wolltest. Na los, du. Komm schon, hau mir eine rein. Das werde ich nicht. Nein. Dann fühlst du dich... Dann fühlst du dich wieder wie ein Mann. Willst du das? Alter! Das steckt dahinter? Vorsicht, Mann. Das war aber nicht so nett. Die beiden. Der Roberto... Und die gute Maggie, die zu Sci-Fi-Conventions geht. Okay, lass mich mal vorbei, Roberto. Da hat er der Frau einfach eine geklatscht. So, hier könnten wir auch sprengen, so Transformatoren. Hier können wir was hacken, interessant. Eine Fechtsport-Expertin. Oh, Kontowert 300. Gibt es noch weitere Informationen? Ich muss hier natürlich erstmal noch ein bisschen klarkommen. Versteht sich ja von selber. Ja, tut mir leid. Ich finde es aber auch ziemlich geil, den Gesprächen der Leute hier zu lauschen. Also ich bin keiner, der das Spiel einfach so lapidar runterzockt mit der Story, sondern ich will hier wirklich die Atmosphäre auch so ein bisschen aufnehmen. Das finde ich irgendwie wichtig, weil da steckt auch viel Mühe hinter. Und die Entwickler haben sich hier wirklich viel Arbeit gemacht mit den ganzen Details. Und das ist unser Versteck. Ich habe Sachen gehört, sowas hast du noch nie erlebt. Du musst das alles vergessen, Mann. Warum sitzt du hier? Er kommt doch, oder? Nicht wie letztes Mal. Ich habe ihn eingeladen, Schatz. Ist aber lang her. Bist du sicher, dass die Nummer richtig war? Jax, dein Onkel ist vielleicht ein bisschen anders. Aber er liebt uns, glaub mir. Wer ist der Typ? Wer ist das Fragezeichen? Diese Frage stellt sich Aiden Pierce und wir stellen uns die natürlich auch. So, und das Versteck haben wir erreicht. Ich vermute, unsere Hinweise auf Maurice waren korrekt. Wir haben uns Zutritt zur CTOS Backdoor verschafft, während du die Cops abgelenkt hast. Da wir beide etwas davon haben, teilen wir ihn mit dir. Diese Backdoor gibt dir ein wenig Zugriff auf das CTOS-Netzwerk. An etwas Größerem arbeite ich noch. Gib mir Zeit. Und Bad Boy 17 ist scheinbar so ein Hacker-Kollege. Oh, und jetzt können wir hier Skillpunkte erhalten und den Fähigkeitenbaum öffnen. Jetzt haben wir hier verschiedenste Möglichkeiten, was wir skillen können, offensichtlich. Tore und Garagen. Diese Fähigkeiten wirklich für einen Punkt erwerben. Ja, will ich machen. Tore und Garagen. X halten, um Türen und Garagentore zu öffnen und zu schließen. Wir haben allerdings noch 5 weitere Skillpunkte, sehe ich da gerade im Augenwinkel. Und die wollen wir natürlich auch investieren, oder? Also, ist ja was Feines. Schauen wir uns das mal an. So, das sind jetzt die ganzen Fähigkeiten. Da haben wir so eine Statistik. Dann haben wir hier den Fortschritt. 0,3% des Spiels haben wir erst erledigt. Also steht uns noch einiges bevor. Und hier können wir natürlich noch... Oh, noch, ah, cool, das ist unser Smartphone. Interessant. Und hier der Fähigkeitenbaum. Ich will natürlich noch weitere Fähigkeiten hier investieren. Bekanntheitsgradfähigkeiten gibt es auch, wie ich sehe. Ich muss mich natürlich also ein bisschen zurechtfinden. Ihr kennt das Problem ja, ne? Ganz klar. So, jetzt können wir uns hier navigieren nochmal. Hacken. So, ein Hacken können wir jetzt hier skillen. Was haben wir denn da Feines? Brücken. Städtische Brücken zu öffnen und zu schließen. Alles klar. Ich poller das mal so schnell durch. Hier sind Pöller, können wir irgendwie anheben. Hacker Toolkit. Geldautomaten Hackboost. Erhöht die Geldmenge, die man durch das Hacken von Bankkonten am Geldautomaten erhält. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Komm, nee, 3 Punkte. Nee, das ist mir zu viel. Da gucke ich erstmal weiter.
Wer weiß, ob wir da nicht irgendwas haben. Ja, guck mal hier, Fokus. Das ist sowas wie Zeitlupe scheinbar, wenn wir im Kampf uns befinden. Ruhiger Arm verringert den Rückstoß. Auf Kämpfen skill ich gerne. Hergestelltes Köder haben wir bereits. Splittergranate. War auch nicht schlecht. Man muss allerdings bei diesem Spiel bedenken, das sollte ich vielleicht mal erwähnen, dass alle Entscheidungen irgendwie eine Auswirkung haben. Wenn wir viele Zivilisten umbringen, werden wir von den Bürgern nicht mehr so angesehen. Und wir wollen natürlich möglichst einen guten Weg einschlagen. Oh, ein Zusatzakku gibt's hier. Versorgungspunkte, Tore und Garagen. Zusatzakku können wir uns auch mal holen. Und das mit den Pöllern können wir jetzt auch machen. Jetzt haben wir natürlich nicht mehr so viele Punkte über. Kampf. Oder müssen wir erst was beenden, für um das kaufen zu können. Oh, sehr populäre App. Telefongespräche zu unterbrechen ist nur der Anfang. Bringt auch die Cops zum Schweigen. Ja, sehr beliebt, wirklich. Puh, sollen wir es mal nehmen? Komm, nehmen wir auch mal. Jetzt haben wir keine Punkte mehr. Haben wir hier auf jeden Fall einige Sachen freigeschaltet. Am Ende des 8. Akt 1. Mission beendet. Das wäre scheinbar der erste Akt gewesen. Ja, zum Glück habe ich mich schon vorher beim Spiel ein bisschen informiert und es halt, wie gesagt, auch mal ein bisschen angezockt, sodass ich jetzt weiß hier ungefähr, wie alles funktioniert. Allerdings ist für mich der Großteil des Spiels halt auch noch sehr neu und uns wird hier noch eine weite, lange Reise anstehen. Ach, hier ist auch eine Garderobe, da können wir uns umziehen. Mensch, das ist ja richtig klasse gemacht, was man hier alles hat. Ah, vielleicht hier. Ich zeige euch mal die Outfits und dann könnt ihr mal sagen, welchen Outfit-Stil ihr am coolsten findet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, vielleicht rennen wir dann so rum. Ich nehme jegliche Vorschläge entgegen. Hier, das ist das Standard-Outfit. Der Bloom Agent. Auch nicht schlecht mit dem weißen Ding. Ich finde fast dieses Chicago-Ding hier ganz nice. Ist irgendwie am coolsten, oder? Ich weiß es nicht. Schreibt es doch in die Kommentare. Ich nehme das jetzt einfach mal und schaue mich hier mal gerade in unserer Hütte um. Eine chemische Komponente. Und eine instabile chemische Komponente. Wofür brauchen wir die? Das werden wir sicherlich auch noch erfahren. Ein abgefangenes Audiolog gibt es da vorne. Code zugänglich. Hier, das ist unser Rechner. Ein ganz normaler PC. Ups, das war der Stuhl. Und da vorne ist, wie gesagt, dieser Plan. Und die Figuren führen zusammen. Die Nichte wurde umgebracht von Aiden. Und die Wege führen zusammen auf der Suche nach dem Killer. So, das ziehen wir uns jetzt auch noch rein, das abgefangene Audiolog. Ich habe einen Fixer angeheuert, um den Schützen zu finden. Jordy Chin. Erst war ich skeptisch, weil der Typ so schräg ist. Er labert ununterbrochen und trägt bei der Arbeit immer einen feinen Anzug. Aber bisher hat er immer geliefert. Er hat einen ersten Namen gefunden. Maurice Vega. Maurice Vega. Und den Typen haben wir ja mittlerweile in unseren Fängen. Vorne ist auch noch irgendwie eine Kiste. Elektronische Teile. Cool, damit können wir die Köder bauen. Das ist äußerst praktisch. Vielleicht bastle ich da direkt mal einen zusammen. Ah, so. Und schwuppdiwupps haben wir einen Köder. Für einen Ernstfall können wir den gebrauchen. Und das ist unsere Küche. Ja, das Apartment ist recht spartanisch. Aber mehr braucht ein Rächer scheinbar nicht. Jemand, der den Tod seiner Nichte rächen will. Aber ein Rächer muss sich schlafen legen. Ich würde sagen, wir ruhen uns jetzt mal eine kleine Runde aus und sehen uns wieder in der nächsten Episode von Watch Dogs. Das war die erste Episode des Hacker-Abenteuers Watch Dogs und ich muss sagen, das Spiel macht einen grandiosen Ersteindruck. Hier und da muss ich natürlich noch reinkommen, aber das mit dem Hacken macht mächtig Laune und ist mal was erfrischend anderes. Ich freue mich auf weitere Folgen, gemeinsam mit euch.